Ich durfte den neuen Xerion von Klaas fahren. Bei den Creator Days bei Klaas durften wir die Traktoren nicht nur fotografieren und von außen begutachten, sondern durften auch selber mal ansteuern. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, musste natürlich auch mal eine Runde drehen. Den alten Xerion durfte ich ja schon bei Lemken fahren. Und jetzt durfte ich mal den neuen ausprobieren und es ist wirklich absolut crazy, so eine Riesenmaschine zu steuern. Das Lenkrad ist sogar noch kleiner als bei unseren Traktoren, die wir zu Hause haben. Man hat wirklich super einfach diesen Riesenschlepper um die Kurven bewegt. Also ich finde das immer wieder spannend, irgendwie solche großen Maschinen zu fahren, auch wenn ich jetzt halt nicht wirklich da gearbeitet habe. Aber halt, um mal so einen ersten Eindruck davon zu bekommen. Wie findet ihr eigentlich den neuen Xerion? Schreibt es gerne mal hier in die Kommentare.